Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Da spiele ich The Legend of Zelda Ocarina of Time. Das ist jetzt der zweite Part und im letzten Part haben wir das Abenteuer gestartet und uns hat anscheinend der Dekobaum gerufen. Wir haben uns erstmal die ganze Ausrüstung gesucht, weil uns irgendwas mit M heißt der, glaube ich, Mirdo. Keine Ahnung. Der hätte uns ohne nicht durchgelassen und wir haben uns das Kokiri-Schwert und das Kokiri-Schild geholt. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Dekobaum, denn er hat uns ja gerufen. Schauen wir mal, was er von uns will. Hallo, B. Ja. Holen wir noch ein paar Sticks. Sticks. Bumm. Okay. Gehen wir zum Dekobaum. Okay, ist eine Filmsequenz. Dekobaum, ich bin zurückgekehrt. Ach, wirklich? Oh, spannende Musik. Oh, Navi, du hast deinen Auftrag also erfüllt. Sei willkommen, Linkas. Höre nun die Worte, die ich der Dekobaum dir zu sagen habe. Die vergangenen Nächte müssen dich ruhelos und von finsteren Träumen geprägt gewesen sein. In diesen Tagen, da die Diener des Bösen zu neuer Stärke gelangen, werden die Außerwelten von neuen Albträumen geplagt. Dies ist auch dir widerfahren. Linkas, nun ist die Zeit gekommen, da es gilt, deinen Mut zu prüfen. Ein Fluch lastet auf mir. Deine Jugend und Kraft sollen mir helfen, den Fluch zu brechen. Hast du den Mut, diese Prüfung auf dich zu nehmen? Ja, natürlich. Warum denn nicht? So sei es. Tritt ein, tapferer Linkas. Und auch du, Navi. Warum denn? Ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Navi, heule Fee, unterstütze Linkas. Und du, Linkas, höre mit den Teiler Navis Worte. Denn es sind Worte der Weisheit. Ich muss kurz meine Katze rausschmeißen, die nervt. Tschüss. Okay, machen wir weiter. Der Dekobaum hat gesagt, ein Fluch lastet auf ihm und wir müssen ihn davon mit unserer Jugend und Kraft befreien. Keine Ahnung, was er damit meint. Er hat wohl zu viel Drogen genommen. Ja. Rüsten wir die Sticks aus und schlagen wir die Gegner kaputt. Laura und gehen wir rein. Okay. Dekobaum! Leise Musik. Ihr werdet alle sterben. Wie sind diese blöden Viecher eigentlich überhaupt hier reingekommen? Eine Dekunuss. Im Gegenstandsmenü kannst du die auf den Teilen platzieren. Wirf die Dekunuss. Sie wird zerplatzen und deine Gegner betäuben. Sie zerplatzt. Lecker. Diese Vorstellung ist überragend. Ja. Und ich weiß natürlich nicht, wann ich diese Abende hochlade, aber ich nehme gerade am Samstag auf, aber um 1 Uhr in der Früh. Yay! Ich weiß natürlich nicht, ob ich dieses Video noch vor dem Livestream hochlade, aber am welches heute? 18. Februar. Samstag, 18. Februar. 19 Uhr. Solange wie ich halt Bock habe, ist der Livestream. Da zockt mir was ich dann. Zelda, Minecraft. Und so als Abo-Special. Ich habe jetzt 44 Abonnenten. Wie kann ich bitte nicht mal nach einem Monat 200 Abonnenten plus machen? Geil, danke.
Und wir haben die Labyrinthkarte gefunden. Drücke Start, um sie auf den Kartenbildschirm anzusehen. Blaue Räume hast du bereits aufgesucht. Der blinkende Raum zeigt deine derzeitige Position. Bewege das Schiebepad, um ein Stockwerk auszuwählen. Okay. Und als Abo-Special habe ich ein paar alte Videos von mir wieder umgestellt. Könnt ihr euch vielleicht auch ansehen? Ich glaube, die 3DS-Videos und 6 Majora's Mask-Videos. Um eine Tür zu öffnen, stelle dich genau davor und drücke A. Nein. Achte auf das blaue Aktionssymbol. Es befindet sich am oberen Bildrand. Interessiert keinen Navi. Man kann diesen ganzen Kack überspringen, wenn man einfach nur die blöden Dinger da richtig hochklettert. Aber man braucht die Schleuder, um überhaupt diesen blöden Boss besiegen zu können. Oh mein Gott. Bist du ein Loser? Vergebung, Herr! Lässt du mich gehen, wenn ich dir ein Geheimnis anvertraue? Nein, stirb. Springst aus großer Höhe und drückst bei der Landung das Schiebepad nach vorn, rollst dich ab und lehnst du den Aufprall. Allerdings kann ich nicht wirklich garantieren, dass dies bei jeder Absprung höher klappt. Probiere es einfach aus, wenn du Mut hast. Ich verschwinde! Ich glaube, das war Aporit. Er war wohl 24 Stunden da drin gefangen. Und wir sind die Security. Logisch! Oh, no. Was ist denn mal drin? Verpackte Kiste. Die Schleuder! Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf den Dingern platzieren. Drücke C, um die Schleuder zu benutzen. Halte C und ziele mit dem Schiebepad. Lass sie los, um Dekokena abzuschießen. Wenn du sofort schießen willst, halte C etwas länger gedrückt und lass dann los. Okay, ausrüsten, Link. Ausrüsten. Bam! Ich sniper dich nicht. Ey! Hallo! Aho! Okay. Ammelleiter unten. Deutsch können ist mal wieder over 9000. Ihr kennt mich doch. Ja. Ich glaube, in diesem Part schaffen wir es sogar noch Goma. Lol. Gehen wir mal zurück und töten diese blöden Skulltillas, um endlich diese Hecke hochzukommen. Damit kann man fast gar nicht zielen. Diese geile Emulatorstörung. Wow! Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie scheiße das gerade ist. Oh, man. Können wir mal den hier? Bumm. Einmal zu viel. Ich verballe hier noch die ganze Munition. Sniper! Ah, Mann! Ja gut, easy. Eher das Gegenteil davon, weil ich einfach nur scheiße bin. Hat man nicht gemerkt. Ja, und ich habe gesehen, dass vor ein paar Minuten, eine Stunde, Infodealer in meine Kommentare geschrieben hat, der macht, glaube ich, immer so Abo gegen Abo-Streams. Ich war auch schon ein paar von seinen Streams dabei. Da könnt ihr wirklich ziemlich schnell Abos bekommen. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Ich habe ihn auch abonniert. Vielleicht könnt ihr so zu ihm stoßen. Aber er macht auch so gute Videos. Zum Beispiel sein letztes Video war 1000 Abo-Special oder 10 Fakten über Cannabis. Schaut bei ihm vorbei, ich glaube 1650 Abonnenten.
Ja, und ich bin Mods bei ihm. Aktivieren. Spring Link. Entholde. The Kompass. Aus der verbackten Kiste. Der Kompass mit Scharfness. Du siehst, jetzt siehst du auf deiner Karte alle Schatzruhen dieses Labyrinths. Nicht. Ey, was willst du denn? Scheiße. Du, ja genau, du. Was ist eigentlich dein Scheißproblem? Kacke. Und... Verrecke! Verreck! Down! Weep. Hä? Was zum Teufel? Seit wann kommen die nicht aus ihrer Knospe raus, wenn man auf sie, wenn man neben ihnen steht oder auf sie draufschlägt? Das ist mir sonst noch nie passiert. That's I know. Hallo, Mama. Holen wir uns noch die andere Kiste und die goldene Skull, klar. Da bekommen wir bald die Quest, dass wir 100 davon sammeln müssen. Da bekommen wir dann immer bessere Belohnungen. Ich kann euch zwar am Ende dann zeigen, wenn ich ein Cheat aktiviere, wie, was man eigentlich von den goldenen Skull, wenn man die goldene Skulltula sammelt, bekommen kann. Aber wirklich sammeln werde ich sie nicht. Ja. Halt, da kann ich dann halt nach dem Ende oder vor dem Final Boss euch noch zeigen, was man da alles bekommen kann, indem ich einfach den Cheat aktiviere. Und wie oft möchte ich das jetzt noch sagen? Flint! Ja, tot. Easy. Money, geil. Ich hab jetzt 30 Rubine bekommen. YouTube Money, Digga. Kamehameha! Scheiße! Hey. Hi. Nabi, was sollte das denn gerade? Hey, ich hab Anfall, hey. Ich weiß. Man merkt es. Benutzen wir den ultimativen Hack. Ich hacke nicht. Zumindest öffne nicht. Ja, genau. Ach man, ich wollte cool sein, aber da kommst du auf einmal zu. Ich geb dir einen Psychic, Alter. Halt einfach deine Fresse. Deko-Kerne! Es sind kleine, harte Kerne. Du kannst jetzt Munition für deine Schleuder einsetzen. Link hat ja keine Eier. Da war gerade echt scheiße. Bumm! Ja, genau! So. Ich hab dich gerackt. Gib mir deine Nüsse. Sind das lecker. Picknuts? Oder wie heißt nochmal die Nüsse da? In komischer Paprikahülle. Knickknacks? Die schmecken ziemlich geil. Und machen süchtig. Ich bin natürlich davon losgekommen. Hallo! Ah ja. Bom! Down! Okay, jetzt nicht zu weit fliegen, Link. Mann, du willst mich doch verarschen! Alter!
Link. Gibt das? Darf er das? Hick, 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 hick. Bitte funktioniere. Hick, 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 hick. Nein! Knapp, Digga, knapp. Ab, ab, ab. Wir sind oben. Oben, oben. Der Film oben ist geil. Oben, oben, oben. Ich mit einem Haus über Häuser fliegen. Das sind echte Hacks. Jetzt nicht, wahrscheinlich nie im Kino. Alter! Und schon wieder. Hey, 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 was soll die Scheiße? Ich hab wieder einen Anfall. Ich speede das jetzt, ich hab keinen Bock mehr. Und der Ton hört sich so ausgeschissen an, wenn man Speed anmacht. Und die Musik an hat. Da hört sich Klängerns Hype-Lieder noch besser an. Knapp. Rauf, 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 rüber. Okay, wenn es jetzt nicht funktioniert. Ich sag es dir. Ich verklage dich. Ja, verklag mich doch. Hab ich schon. Link. Yeah! Ah! Schrei nicht so, du Mädchen. Bäm. Ja, ja. Die Fackel, sie brennt, wenn man auf den Schalter Hallo, warum hast du das Schwert nicht gezogen, du Nudel? Ey! Kame! Oh! Ja, geil. Hochspringen. Springen. Springen. Nicht. Hochspringen. Ja. Goldenes Goldtoller. Eingesammelt. Das ist die zweite. Ja. Machen wir noch schnell die Kiste auf. Darin sind ist ein Herz. Es füllt eines deiner Energieherzen auf. Okay. Dann würde ich sagen, wenn euch dieser Part The Legend of Zelda Ocarina of Time gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall mal eine positive Bewertung da, Leute. Abonniert nicht vergessen. Haut rein, Leute. Ciao.